Willkommen zu einem neuen Roller-Review von Motor Report. Heute mit dem Uno Scooter Pro. Wir besitzen ja privat den MQi GT von NIO und entsprechend spannend ist es, jetzt nochmal den Horizont ein bisschen zu erweitern und zu gucken, was kann eigentlich schon wieder ein neueres Modell hier von Uno aus Berlin. Das heißt, wir haben ja auch eine Berliner Firma. Entsprechend ist es alles sehr zugänglich, hat eine schöne Software und wir gucken mal, wie er fährt. Wir schauen die Technik an und vergleichen auch immer wieder ein bisschen mit dem Move, das heißt mit dem einfacheren Modell. Viel Spaß! Von vorne könnte man ihn schon fast verwechseln mit einem NIO-Modell, denn er hat tatsächlich nahezu das gleiche Tagfahrlicht. Hier übrigens alles automatisch, hier in der weißen Version. Es gibt noch zwei weitere Farben zur Wahl. Alles schön hochwertig verarbeitet und eben minimalistisch. Wir haben hier kaum Spielereien und so ein Uno macht fast alles von selbst. Gucken wir erstmal im Stand die groben Funktionen an. Wir haben hier ganz normal einen zweisitzigen Elektroroller. Hier haben wir gut 70 cm Platz zu zweit, überhaupt kein Problem. Vor allem vorne sehr bequem. Wir haben einen Seitenständer und auch nur diesen Seitenständer. Und wenn du mal direkt von der Seite drauf guckst, dann kann man vielleicht sehen, wir haben zwei verschieden große Reifen oder Räder. Hier hinten einmal 11 Zoll, vorne 10 Zoll. Der Motor hinten ist von Bosch. Das unterscheidet auch den Uno Scooter Pro vom Move. Das heißt, es gibt noch einen einfacheren mit 2 Kilowatt. Der hier hat 4 kW und hat entsprechend einfach ein bisschen mehr Power. Beide Scooter sollen maximal 50 Kilometer weit kommen. Wir haben hier auch noch einen zweiten Akku, das zeigen wir auch gleich noch. Und werfen wir erstmal noch einen Blick aufs Cockpit. Das ist ganz schön gemacht, denn hier ist alles, wie gesagt, minimalistisch. Wir haben ein Display. Ich sperre ihn auf und zu mit dieser Karte hier. Das heißt, ich bin jetzt in P, halte die Karte hin und kriege ein Feedback von der LED. Und er ist abgesperrt. Hätte ich noch nach links eingeschlagen, werde er noch hätte ich noch das Lenkerschloss drin. Display geht jetzt auch ganz aus. Er ist jetzt in einer Art Ruhemodus und ich schließe wieder auf. Dann dauert es ein paar Sekunden, auf jeden Fall schneller als im Golf 8. Und er ist dann fahrbereit. Ja, apropos fahrbereit, direkt zur ersten Funktion. Er ist jetzt gerade am Booten sozusagen. Gut, dauert vielleicht doch ein bisschen länger. Zack, fahrbereit. Hier bin ich im P-Modus. Einmal Bremse gezogen, dass ich sicher stehe. Den Seitenständer umgelegt und schon fährt er. Hier auch im Vergleich zum Beispiel zu NIO, da musste ich immer erst noch eine Starttaste drücken. Hier ist es wirklich sehr, sehr einfach geregelt und das Display bleibt auch einfach immer so. Es gibt diese Ansicht und mehr habe ich nicht. Das hier oben ist zum Beispiel die interne Batterie, also die Bordelektrik damit versorgt, dass auch Internet verfügbar ist und so weiter. Hier das LTE-Netz und die Besonderheit hier ist eben, eine Batterie habe ich vorher noch geladen. Die ist gerade angeschlossen, 85%, die andere hat gerade 11% Ladung. Ja, ich habe noch was eingesteckt, was ganz interessant ist, wenn man sich den Roller gönnen möchte, denn es wird dieser Schlüssel mitgeliefert und das Einzige, was ich machen muss, wenn der ganz neu zu mir kommt, ist tatsächlich diese beiden Spiegel anschrauben und das war es auch. Also wenn ich wirklich in der Stadt wohne, sage ich will so einen Roller ganz neu, habe aber jetzt kein Equipment daheim, einfach nur Spiegel anschrauben, dann hier entsprechend zulassen als Roller, das ist ein normales Rollerkennzeichen, dann brauche ich noch einen kleinen Imbusschlüssel und dann habe ich das Ganze schon befestigt. Sehr, sehr cool. Kommen wir nochmal zum Design und Unterschied auch zum Move, zum einfacheren Modell. Hier haben wir dieses Licht hinten always on. Das ist gerade bei uns ziemlich wichtig, da wir oft hier über Land fahren, auch sehr kurvige Straßen in der Dämmerung. Das sieht man selbst nicht so viel. Man wird auch tatsächlich nicht so gut gesehen. Entsprechend gut, dass das immer leuchtet. Schauen wir nochmal auf die andere Seite. Hier ist auch nochmal ganz interessant, der Scooter Pro hat nur eine Schwinge. Das heißt, wenn ich hier dieses Rad tauschen muss, dann ist das nur auf einer Seite befestigt und hier quasi frei zugänglich. Der Elektromotor von Bosch ist hier drin und der Scooter Move, also die einfachere Variante, die hätte hier zwei Schwingen. Das heißt, ein Radwechsel wäre da etwas komplizierter. Ich blinke mal nach links, dann haben wir hier einen pulsierenden Blinker, das finde ich ziemlich cool, da es erst bei den Autos Mazda und soweit ich weiß BMW gibt, die das auch so pulsierend machen. Sehr, sehr schick, bisschen schade wiederum, ich muss den Blinker immer wieder manuell ausschalten, er springt nicht zurück. Unser NIO-Modell, das würde zurückspringen mit dem Lenkeinschlag, hier aber wieder viel schöner als bei NIO. Ich sehe den Blinker zweimal hier groß angezeigt und er macht kein Geräusch. Bei unserem NIO MQi GT, den wir noch haben, ist das schon fast ein bisschen nervig, dass er eben immer wieder hupt beim Blinken. Thema zweite Person und Gepäckraum ist eine Besonderheit. Vor allem der Gepäckraum ist hier riesig. Ich kann ihn elektronisch entriegeln. Dafür gibt es die Taste hier unterhalb des Blinkers. Da drücke ich einmal, dann hört man auch. Achtung, plopp, entriegelt. Und das ist wirklich eins meiner Highlights, diese ganze Gepäcksache.
Wir haben jetzt hier mal Anjas Hemd in der Größe S, also der passt ganz locker rein. Der passt in unser NIU mit den zwei großen Akkus überhaupt nicht rein. Einmal rausgenommen und ja, hier ist einfach mal 33 Liter Platz, 33 Liter Volumen, obwohl ich hier beide Akkus habe. Wenn du das hier siehst, dass das blinkt, wenn man das einfangen kann, dieses Blinken, den Akku haben wir bewusst leer gelassen, der ist bei 11%, er blinkt. Der ist auch einfach hier nur mit dabei, der steckt nur auf dieser Halterung. Passt perfekt rein und ist nicht aktiv. Wenn mein großer Akku leer wird, dann tausche ich die einfach um. Wie gesagt, Gepäckraum ein Highlight, da passt wirklich viel rein. Zum Beispiel passt hier halt auch mal ein Notebook rein. Dinge, die wirklich nicht handlich sind, wenn sie 17 Zoll groß sind. Oder es passen hier richtig viele Einkäufe rein. Nettes Gimmick auch noch, hier habe ich noch so eine Art Organizer. Da könnte ich mein Smartphone reintun, wenn es zum Beispiel nicht komplett verkratzen soll. Ich kann Papiere reintun, wie Uno das auch gemacht hat. Ab Werk. Sehr, sehr schön. Gefällt mir echt gut. Und hier sehen wir auch, drückt sich noch mal was auf diesen Akku drauf. Also man hört hier wirklich nur bei massiven Unebenheiten wackeln. Das ist alles eine nicht klapprige, sehr durchdachte Sache, muss ich sagen. So, habe ich eine zweite Person dabei, dann kann ich die Teile hier ausfahren. Zack. Als Fußstützen, was dann ganz gut ist. Ich habe zu zweit, also Anja und ich, haben hier zum Beispiel locker Platz. Es ist überhaupt nicht beengt. Das hier ist zum Festhalten nicht ganz so toll. Das ist halt einfach metallisch und natürlich massiv. Vielleicht nicht ganz so komfortabel. Was wäre ein Motorreport-Tech-Video ohne eine App? Ja, wir haben gerade einen Porsche-Testwagen noch daheim und hier eben der Uno. Da das Display nicht so arg viel anzeigt, ist es schön, dass es die App noch gibt, weil man darf nicht vergessen, die connectet sich jetzt per Bluetooth. Schauen wir mal kurz, ob das schon geht. Anschalten. Wir sind nämlich eigentlich schon ein. So, Bluetooth-Pairing. Das müssen wir jetzt nochmal machen. Ich war zwar schon mal connected. Wir schauen aber nochmal. 1, 0, 4, 7, 3, 2, koppeln. Eine schöne bunte App, die gar nicht so verspielt ist, wie sie aussieht, denn sie ist eigentlich echt gut konzipiert. Das Wichtigste für mich ist, wenn ich zum Beispiel irgendwie unterwegs bin oder daheim und den Dollar seit Wochen nicht benutzt habe, einfach zu sehen, wie ist der Akkustand, wie weit komme ich noch, was muss ich laden. Ja, Lenker ist entsiegelt, deswegen sind wir auf P, Sitzfach ist geschlossen, ich kann das ganze Teil hier auch ausschalten. Ich sehe nochmal auch die Ladezyklen und so weiter. Ich sehe, dass ich hier tatsächlich auch LTE habe, also eine eSIM integriert in diesem Fall. Muss ich mich auch nicht drum kümmern. Der Roller kam an, original verpackt bei uns und ich habe mich einfach einmal connected. Also das ist schon eine einfache Sache im Vergleich zu NIU etwas einfacher. Da sind wir schon mal 30 Kilometer gefahren. Hier habe ich geparkt. Wir sind natürlich wie immer unterwegs hier am Land rund um Bamberg. Sehr, sehr schöne Rollerfeldwege hier auch. Und die Hilfe, so zur Info, ist auch noch ganz nett. Da ist ganz einfach ein deutsches PDF hinterlegt in dem Google Drive, was wirklich alle Fragen klärt und in dem auch noch ein paar technische Details enthalten sind. Ja, also wirklich viel kann ich nicht machen. Ich kann zum Beispiel sagen, was sind die Details zu dieser Batterie? Ich habe sie zweimal geladen, aber ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Nochmal kurz ein Check. Ich werde mal das Gepäckfach jetzt entsperren und wir gucken mal. Okay, das ging jetzt wirklich sehr schnell. Hier steht übrigens auch, nutze interne Batterie jetzt, weil wir könnten jetzt an den Batterien rumspielen. Entsprechend ist er gleich auf seine interne Batterie umgeswitcht, die auch mehrere Wochen halten soll. Wenn man wie wir den Roller länger mal nicht nutzt, kann man ihn in einen Hibernate, das heißt in einen Ruhezustand versetzen und dann wird auch die interne Batterie nicht leer. Als Tipp für euch, die interne Batterie sollte nie tiefen entladen werden, sonst hat man ein Problem. Ja, hier oben sehen wir nochmal, wir sind gerade per Bluetooth gekoppelt und viel mehr kann die App auch nicht, aber am wichtigsten ist, dass er eben connected ist, dass er online ist. Das kann unser NIU MQi GT auch, aber der Move, die einfachere Variante, der hat keine App-Konnektivität. Kommen wir aber nochmal zum Thema Elektromobilität auf zwei Rädern und warum sie aus meiner Sicht so sinnvoll ist. Wir haben gerade einen Standort gewechselt, wir fahren sehr oft solche asphaltierte Feldwege hier im Raum Bamberg, da gibt es genug schöne und da ist es halt wirklich klasse, komplett geräuschlos irgendwie an einem Reh vorbeizufahren, was sich dann gar nicht gestört fühlt. Ganz knatterfrei im Gegensatz zum Benziner. Das ist cool und deswegen ist auch wichtig zu sagen, was haben wir hier für Reichweite und was kann man im Alltag damit anfangen. Machen wir doch mal das Batteriefach auf. Das hält übrigens nicht von selbst offen. Habe ich zumindest nicht hingekriegt. Muss man ein bisschen aufpassen, dass einen das hier nicht trifft. Ansonsten ist es abgedichtet. Und ich nehme mal einen Akku raus. Das hier ist der aktive Akku. Kann ich problemlos rausnehmen. Er checkt das dann auch, wenn er raus ist. Und
der Akku muss geladen werden. Er hält im besten Fall für 50 Kilometer, wenn Anja und ich zu zweit fahren. Das machen wir meistens, sind 40 Kilometer absolut realistisch, wobei ich dann schon auch echt Gas gebe. Bin ich also fix unterwegs. Der Akku hat knapp 2 Kilowattstunden Kapazität. Er wiegt 10,5 Kilogramm, ist im Vergleich zu NIO deutlich besser zu tragen, einfach aufgrund dieser Bauform. Ich kann die beide auch locker neben mir tragen. Und aufgeladen habe ich ihn in 7 Stunden und ein Riesenvorteil ist das Ladegerät. Eins kommt kostenlos mit, das stelle ich einfach zu Hause irgendwo auf und ich kann, und das liebe ich wirklich sehr, komplett geräuschlos damit laden. Es hat keinen Lüfter im Gegensatz zu Mitbewerbern und es steht auch eigentlich nicht im Weg rum und sieht auch nicht schlimm aus. Ja, wichtig zu wissen ist, ein Akku kommt mit. Wir haben hier zwei Akkus, der zweite kostet 900 Euro, also fast nochmal 1000 mehr. Nochmal als Reminder die Preise, einmal 3000 Euro für den Move und 4000 Euro hier für den größeren mit 4 kW. Was mache ich jetzt, wenn ein Akku leer wird während der Fahrt? Das ist relativ easy. Es gibt leider keinen akustischen Warnton, aber ich bekomme dann mehrfach die Anzeige, dass ein Akku leer wird. Entsprechend muss ich ihn dann tauschen. Es sind nicht beide Slots bestromt, einmal aufgemacht. Wir sehen schon hier, nur hier hat man wirklich Kontakte. Hier stecke ich dann den Akku rein bzw. tausche um. Das heißt, während der Fahrt anhalten, ein Akku raus, den anderen Akku rein. Die sind beide wirklich easy zu handeln und dann funktioniert das. Ich kann übrigens diesen UNU nicht extern laden, also einfach Kabel anschließen geht nicht. Kann ich aber auch eigentlich gut drauf verzichten. Die Warnung Das passiert tatsächlich nur optisch, das heißt, ich muss immer mal hingucken aufs Display und ich habe während der Fahrt dann leider auch keine Reichweitenanzeige, das heißt, ich sehe nicht, wie viel schafft er noch, ich muss einfach immer auf die Striche achten und jetzt sehe ich hier eben 80% und wenn es dann unter 20 oder gar 10% fällt, dann wird das Ganze eben rot. Zum Thema Fahrverhalten, wir sind jetzt nicht die großen Motorrad- oder Rollerfahrer. Wir haben den B196 gemacht vor 2 Jahren, das heißt, wir haben ja den MQi GT von NIO, der 70 km/h schnell fahren kann. Hier, ganz wichtig, braucht man keinen extra Führerschein. Es reicht ein Rollerschein oder ein normaler B-Führerschein, wie wir ihn haben. Er fährt, finde ich, sehr komfortabel. Er neigt dazu, wenn man zu zweit ist, auf solchen Straßen hier fast ein bisschen zu schwingen. Er ist aber sehr komfortabel, überhaupt nicht billig oder klapprig verarbeitet. Also auch, wenn man wirklich Schotterwege fährt, was wir mit ihm oft gemacht haben, ist ja nicht so gedacht, ist ja ein Berliner Unternehmen, was eigentlich Cityroller baut, kann er absolut gut ab, also kein Problem, Schotterwege sind immer noch komfortabel befahrbar. Bremsen sollte man immer für Anfänger eher rechts, man kann beides nutzen, beides rekuperiert, das bekommt man dann auch sehr schön angezeigt, gerade auf einem starken Bergabstück sieht man dann, dass stark rekuperiert wird, das heißt die Bremsenergie wird wieder in den Akku eingespeist. Gerade hat Anja übrigens nochmal entdeckt, weil wir das zum ersten Mal so sehen. Jetzt bin ich in P, dann ist quasi dieses Standlicht oder ich sag mal Tagfahrlicht an. Und sobald ich den Ständer wegmache, ist das Licht an. Er hat also keine Lichtautomatik. Die Lichtautomatik ist dieser Ständer, der dann automatisch immer das Fahrlicht aktiviert. Ich kann auch mal blinken, weil es so schön pulsiert. Ja, weiter zum Fahren. Ist angenehm, von der Power her muss ich sagen, wirklich nicht schlecht. 4 kW sind etwas mehr als 5 PS. Anja und ich sind fast nur zusammengefahren. Und als besetzt mit 2 Personen ist man hier wirklich noch spritzig unterwegs. Also solche Berge, wie man ihn hier im Hintergrund sieht, der ist ziemlich steil. Natürlich hält er da keine 50 km/h, aber er droppt dann vielleicht auf 2,43 runter. Also ich muss echt sagen, der Roller wiegt 84 Kilogramm plus uns beide überhaupt kein Problem. Auch bei niedrigem Akkustand immer noch spritzig. Unter 20 irgendwann wird dann die Leistung etwas reduziert. Aber völlig in Ordnung, nicht langsam. Die 2 kW vom anderen werden wir wahrscheinlich dann ein bisschen zu langsam, aber hier ist die Beschleunigung überhaupt kein Thema. Das legen wir natürlich auch nochmal drüber. Apropos Bremsen, was uns jetzt hier aufgefallen ist, man braucht hier tatsächlich ein bisschen mehr Bremskraft mit der Hand als zum Beispiel beim NIO. Man muss ein bisschen mehr Kraft dazugeben, ist aber egal, da es ja eh eine Servobremse ist, die unterstützt ist, also überhaupt kein Problem im Prinzip. Was uns gefallen hat, er rollt gefühlt ewig aus, wie ein Fahrzeug, was in Segelmodus geht. Das ist wirklich schön, dass man hier lange Rollphasen hat und insgesamt fühlt er sich schon sehr leichtfüßig an. Wie gesagt, bis auf dieses Schwingen eigentlich ein super angenehmes Fahren und er ist tatsächlich komplett geräuschlos. Man hört den Elektromotor beim starken Beschleunigen, aber er ist sonst einfach wahnsinnig leise, hat keine Lüfter und wen das interessiert, gerade hat es zum Beispiel fast 34 Grad. Wir sind auch nur bei solchen Temperaturen gefahren. Wir hatten jetzt hier nicht irgendwie eine Meldung, dass irgendwas überhitzt würde.
Das Display hier ist übrigens ein LCD-Display und es ist wirklich bei direkter Sonne oder auch mittags extrem gut ablesbar für einen Roller. Ich meine, wir haben hier kein Audi RS Q8 oder so. Also richtig, richtig schön. Ein TFT-Display, also kein echtes Display so richtig, wäre es dann bei Move deutlich einfacher. Ich habe jetzt schon so viele Facts aufgeklärt zum Vergleich Move und Scooter Pro, deswegen blende ich an der Stelle nochmal eine Vergleichstabelle von UNO ein. Und wen es interessiert, ist heute einfach genau jetzt das Video anhalten. Wichtig ist, wie bei jedem Elektroroller, zu beachten, was mache ich im Winter. Also in dem Fall ganz wichtig, wir laden unsere Akkus trotzdem ab und zu. Wir schauen, dass die nie tief entladen. Entsprechend muss man auch hier aufpassen, dass beide Akkus immer ein bisschen Ladestand haben, beziehungsweise, dass sich vor allem die interne Batterie nie entlädt. Die wird eben dann geladen, sobald einer der beiden Hauptakkus eingesetzt ist. Nach 14 Tagen Fahren, testweise mal, würde ich sagen, ein sehr, sehr cooles Produkt. Was mir auch gefallen hat, im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern, ist das Thema Software-Updates, App und Zugänglichkeit. UNO ist ein deutsches, also ein Berliner Unternehmen und auch wenn der Roller da nicht zusammengeschraubt wird, hat man zum Beispiel die App in der deutschen Version sehr, sehr gut gemacht und es ist alles verständlich und es funktioniert. Software-Updates kann man auch installieren, das war bei uns der Fall, als er kam und das ging wirklich in sehr wenigen Minuten von selbst. Bei unserem New ist das ein großes Problem, da kriegen wir seit 2 Jahren gar kein Update mehr drauf zum Beispiel. Software-Updates allein reichen nicht aus, man braucht auch Partner, man sollte damit zur Wartung gehen natürlich regelmäßig. Das Partnernetzwerk haben wir mal unten verlinkt, da gibt es einige in Deutschland, wenn auch nicht ganz viele, muss man also gucken, ob es da in der Nähe jemanden gibt. Thema Alltagstauglichkeit ist dann wirklich sehr gut, es ist ein kompakter Roller mit 80 Kilo, den kriegt man überall easy gewendet, auch wenn man ihn irgendwo in einem engen Carport parken muss. Die Akkus sind leicht zu tragen und schnell geladen und man kommt allein oder zu zweit gut zurecht und man bekommt hier halt auch einfach zum Beispiel wirklich viel Einkäufe rein, was viele Mitbewerber nicht können. Die Preise sind okay, auch im Vergleich mit Mitbewerbern, vielleicht ein bisschen höher. Wie gesagt, 3.000 für den Move, 4.000 für den, wobei man ehrlicherweise sagen muss, richtig benutzen mit richtig viel Reichweite, kann man ihn am besten mit einem zweiten Akku und dann bin ich halt auch schon beim Preis von knapp 5.000 Euro, außer man abonniert ihn monatlich, das geht natürlich auch. Die ganzen Infos haben wir verpackt unten in der Infobox. Wir machen jetzt hier bei Motor Report seit 2017 immer wieder mal Reviews zu Elektrorollern. Deswegen kommentiert gerne unten, ob ihr auch einen habt, ob ihr lieber Verbrennerroller fahrt oder gar Motorrad. Also für mich eine echt schöne Art der Mobilität auf 2 Rädern. Wie gesagt, das Konzept ist hier eher der Stadtroller. Wir sind damit aber eher über Land unterwegs, weil es bei uns eben gut geht und wir ziemlich ländlich wohnen. Finde ich auch völlig legitim und absolut okay. Auch wenn man hier eben nur 50 km/h schnell fährt und nicht 70, kommt man trotzdem gut genug zurecht. Zumindest wenn man nicht immer auf Hauptstraßen andere damit bewusst blockiert, sondern schön rechts fährt oder einfach wie wir hier solche Straßen abseits fährt. Zum Scooter Pro machen wir noch 1-2 Reels bei Instagram, deswegen abonniert uns gerne auf Insta und guckt euch auch nochmal einzelne Funktionen an. Und natürlich freuen wir uns ganz besonders, wenn ihr uns abonniert und die Glocke aktiviert und auch euer Feedback da lasst zum Video und zum Scooter Pro. Wir danken euch wie immer fürs Zuschauen und freuen uns aufs nächste Roller Review mit euch.